Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Badespaß in Graune, zusammen mit dem Seuche vor mir. Blub, blub, blub. Und rechts von mir, ein bisschen versteckt von den Stängeln, der Jollum. Hallo. Oh je, hätte ich das mal nicht gesagt. Machen wir einfach weiter, als wäre nichts passiert. Genau. Verdammt, es ist dunkel. Ja, wir haben keine Ahnung, wo die beiden Wege hinführen. Nach Rom. Denn alle Wege führen nach Rom. Okay, Hindernis weg. Ja, hat sich wieder... Spinne! Yeah. Oh, die ist ein bisschen stärker. Ja, weil wir zu dritt sind. Meine Profis. Da ist noch einer. Juhu! Aua. Kämpfe in beengten Verhältnissen, wie ich sowas liebe. Wasserspinnen brauchen. So, hier ist nochmal so ein ja. Ding zum Aufschneiden. Dolch ist schon draußen. Was ist draußen? Dolch. Was ein kleiner Dolch. Ja, ich hab immerhin einen. Ja. So, wo sind wir hier? Ich hab die Stängellaterne. Wieder in irgendeinem verseuchten Gebiet. Oh, hier ist ein Eingang. Ich hab so eine Ahnung, wo wir sind. Warte, umziehen. Ja, hier waren wir schon mal. Ja, super. Hätte man das gewusst? Na toll. Aber da war noch ein zweiter Weg, keine Sorge. Warte, ja. Was wollte ich jetzt noch anziehen? Wollte ich noch was anziehen? Ja, Wassersachen, wieder zurückzukommen. Wassersachen, okay. Ja. Wir müssen jetzt noch den Weg in die andere Richtung nehmen. Ja, aber wo seid ihr denn eigentlich? Ja, wir sind einfach bloß wieder zurück. Ja. Ich komme dir ein bisschen entgegen. Ich mache inzwischen die Wasserflöhe weg hier. Siehst du mich? Hier. Na toll, das war jetzt ja irgendwie so ein bisschen... Ja, wie gesagt, hier ist noch ein zweiter Weg. Erstmal kurz Luft holen. Und dann noch was in die in den Mund schieben, so. Essen. Wasserfloh. Oh. Hm. Achso, ich dachte, du wolltest den Wasserfloh essen, aber der ist ja da. Hat die eben zwei schon weggemacht, der ist neu. So, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, ich sehe da hinten eine Spinne, zumindest irgendwelche roten Augen. Ja, und Wasserfloh. Ja, jede Menge sogar. Da hinten scheint Science zu sein. Das Leuchten ist auch rot oder lila? Ja, und da ist auch eine Spinne. Spinni! Spinne! Okay, durch. Doppel Science. Oder was ist das? Nee, mehr Milchmüller. Aber das war's dann anscheinend. Und wie kommen wir in den Sandkasten? Es war ja bloß eine Hoffnung, dass es hier eventuell zum Sandkasten mit reingeht. Ja, aber mir fehlt ein bisschen die Idee wie sonst. Ja, mir auch. Fazit. Also gelohnt hat sich der Ausflug aus meiner Sicht trotzdem. Ja. Jetzt wissen wir wenigstens, was im Ruhe ist. Genau. Ein Mega-Milchmüller. Wasser. Die hätten wir sonst nicht gefunden. Das stimmt. Das heißt, wir müssen uns also einen anderen Weg zum Ding suchen. Yep. Ich habe echt keine Idee, was sonst noch möglich wäre, um da reinzukommen. Hast du noch was oder nicht? Also, eine Idee, um da reinzukommen. Ich habe keine weitere Idee, um da reinzukommen. Nice and safe. Schrotten.
Hope this is enough to keep me safe. Hä? Was heißt hä? Wenn man etwas ausgerüstet hat, wie die Laterne, und man es aus der Schnellleiste rausnimmt, ist sie trotzdem noch ausgerüstet. Ja, weil das ein Zusatz ist, das ist deine linke Hand. Ach da. Aus damit. Ja, das dachte ich mir, dass das passiert. Ach, ihr seid schon wieder auf dem Weg. Ja, Weg ist gut gesagt. Ich suche bloß Wasser, dass ich gleich reinrollt ins andere Wasser. Wir haben halt da hinten diesen Müllberg und auf der einen Seite hier hätten wir auch noch was. Wir können nochmal entlang gehen. Ob wir vielleicht doch noch was übersehen haben. Im Sandkasten. Ja. Ich mache jetzt hier erstmal meinen Respawn Point. So habe ich hier wir könnten schlafen hier. Hier hinten. Beim Rohr. Ja, das können wir machen. Aber noch ist ja recht. Also, was finden wir? Ach, Gott. Dann haben wir noch eine Larve hier eben kalt gemacht. Ja. Du hast sie aufgehalten, ich habe drauf geschossen. Ja, was? Ja, genau. Teamwork nennt sich das. Teamwork. Also, jetzt wäre ich bereit für Schlafen. Wo auch immer das Lava ist. Oh, da. Respawn Point und Schlafen. Du bist ja weggelaufen letztes Mal. Er musste ja wegen dem Dolch. Genau, um Sachen zu holen, die wir nicht hatten. Dann seid ihr mir doch hinterhergerannt. Da. Wir konnten dich doch nicht alleine loslassen. Wir haben dich vermisst. Das glaubt man nicht. Kann man sich ja nicht durch den durchhacken, durch den Sandkasten. That's not so bad. Ja, also nochmal rumlaufen. Ja, ich würde aber sagen, hier rum, da wo gerade der... Genau, darum. Auf der anderen Seite haben wir relativ viel schon geguckt, aber hier war es. Wir sind schon einmal komplett rum. Wir sind einmal komplett rumgelatscht. Genau, hier sind die Pilze unten drin. Mal denn hier irgendwo. Nein. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich aus Versehen in irgendein Ding reinlaufe. Ganz zur Not müssen wir uns doch hochbauen. Wird nur ein bisschen dauern. Ja. Naja, genug Sachen gäbe es hier ja. Ja, vor allem, ja. Wenn man sich anguckt, was hier an Unkraut rumsteht. Naja. Ja. Was man zufällig braucht, um Gerüste zu bauen. So ein Zufall. Wink, wink. Ja. Ich meine, darauf haben wir beim letzten Mal in keinster Weise geachtet, was hier alles rumsteht. Na doch. Das Hochbauen hat man letztes Mal, glaube ich, auch schon überlegt. Ja, aber wir haben nicht darauf geachtet, was hier an Zeug rumsteht. An Rohmaterial. Wo seid ihr denn gerade? Direkt hinter dir. Ah, guck mal hier, wenn du hier stehst, dahinter zur Mülltonne, die schaut doch ein Stück raus. Ich weiß nicht, könnte man von der Mülltonne rübergleiten? Nicht, oder? Also auf der Karte scheint es ein recht weiter Weg zu sein. Hingehen und ausprobieren. Nee, es ist ungefähr der gleiche Weg, was wir haben hier zwischen Tisch und dem Sandkasten. Also wir könnten schnell was bauen. Schnell was bauen. Wir könnten... Ich bin auch für bauen. Hydration is the key to performance. Ja, oh, da sagst du was. Haben wir geschlafen? Ja. Hab ich Essen mit? Ja. Oh, das hat ja mal gar nichts gebracht. Das ist roh. Wieso habe ich denn rohes Essen mit? Keine Ahnung. Wasserflöhe, wahrscheinlich. Ja. Möchtest du was zu essen haben?
Ja. Wo bist du? Ja. Die solche sehe ich. Hier. Ja. Da ist er. Hier. So. Füttere das Fußvolk. Ihr ja. könntet ja so. Noch schnell ein Ding bauen. Ein Lagerfeuer. Noch eins. Noch ein Lagerfeuer. Moment, wo ist denn jetzt eigentlich? Oh, da ist eine. Roh. Das ist nicht Roh. Drei. Ah, ich habe U gedrückt. Pfui. Baumfeld. Aua. Himmel. Da ist ein Feuer. Achso. Ja, dann. Ich hab du halt. Kein Baumaterial dafür bei. Ich auch nicht. Aber hier haben wir festgestellt, es liegt ja einiges rum. Ja. Kieselchen sind drin. Ihr braucht keine Kiesel mehr kaufen. Sondern? Sprössling und noch irgendwas. Und trockenes Gras. Trockenes Gras. Krieg ich trockenes Gras her? Das sieht trocken aus. So, Moment. Ah, Sprösslinge. Hacke. Baumfeld. Ich müsste noch Sprösslinge haben. Hüpf. Alte Eisenbahnbrücke aus den USA. Oh. Wie viel Zeug hier oben liegt auf einmal? Na, wenn die Leute alle anfangen zu hacken? Ach komm. Nein. Wieso nein, Jonum? Zwischen die Streben gewesen. Ein Unkraut fehlt hier jetzt noch. Was ist denn das, was ich haben möchte? Da. Ne, das ist das. Da ist das Richtige. Vielleicht andersrum? Ja, ich weiß nicht, warum es das jetzt wieder umgedreht hat. Taking a look around. Ne? Geht nicht. Oh, doch, geht. Ist immer noch. Ja, jetzt. So, fehlt immer nur Gras hier. Bin schon unterwegs. So, jetzt brauche ich wieder das hier. Wieso ist denn hier eine Plattform drauf? Weil ich eine aufgepackt habe. Warum? Wir fahren noch. Ist noch hoch. Wir müssen nach oben, nicht nach vorne. Ach. Auch eine Leiter. Diese Richtungsanzeige. Auch eine Leiter. Eine Leiter? Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht mal. Ach, da oben.
Naja, um diese Dinger hier zu bauen. Geht aber auch nicht mehr lange gut. Jetzt verliert man schon Leben, wenn man darunter fällt. Wenn du Shift drückst, nicht? Shift. Ja doch. Hast du keinen. Hast du keinen Dandelion? Doch, hab ich. Würde mich wundern, wenn er keins hat. Hab ich. Na komm, snap an. Bin ich für den Bau gemacht, ich falle mal runter. Hast du in deiner Jugend nicht trainiert, auf Stahlträger zu balancieren? Nee, und das obwohl ich aus einer Stahlstadt komme. Nee, dann waren sie nicht dann am richtigen Spielplatz, deine Eltern mit dir, ne? Ja. Ich würde schon mal protestieren. Mutter, warum waren wir nicht auf dem Bau? Warte. Achso, hier ist halt noch nichts. Ja, kommt gleich. Ist ja nix. Warte, noch nicht. Ich muss dann wieder durchgehen. Ja, am besten hinten anfangen. Sonst aua. Oh, und man, wenn man sich selber einbaut, ist das auch gar nicht mal so gut. Nö. Wir brauchen mehr Gras. Au. Oh, diesmal bin ich vielleicht sogar schon tot. Warum machst du denn sowas? Dann müssen wir nicht wiederbeleben. Ja, richtig. Bist du denn... Bist du tot? Nein, noch nicht. Ich sagte nächstes Mal. Dann brauchen wir noch mehr Gras? Das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Ach, wir können bauen. Oder? Ach, komm. Ach, jetzt fehlt natürlich wieder kein Gras. Oh. Nee, das habe ich gerade reingesetzt. Oh. Einfach unten hinlegen. Also an der Treppe. Sonst erstmal die Gerüste hier machen. Ja, genau. Na, jetzt bin ich tot. Warte, ich komme runter. Ich bin schon bei ihm. Ach so. Wenn er sich das Spiel lässt. Du musst wahrscheinlich deine Stängel erst alle weglegen. Ja. Natürlich. Aber er hat mir angeboten, dass ich dir helfe. Das ist ja schön. Ja. Ach, da ist was falsch gebaut worden. X. Schön ist, wenn ich habe jetzt so wenig Gesundheit, wenn ich wieder runterfalle, dann bin ich wieder gut. Wenn du Shift drückst, hast du halt den Dandelion, dann gleich. Aber nicht, wenn ich Zeug in der Hand habe. Doch, wenn du das Shift drückst, dann lässt du alles los und nimmst den Dandelion in die Hand. Mhm. Dann fällt halt alles auf den Boden. Habe ich vorhin ausprobiert. Na super. Das will doch auch keiner. Was das alles losgelassen wird. Ja. Ist doch besser, als wenn du jedes Mal stirbst. Ach, wieso? Ihr solltet auch was zu tun haben. Ich bin doch hier, um das alles ein bisschen zu sabotieren. Ach so? Oder nicht? Merk schon, wir brauchen wirklich Ossel. Bei dem weiß man, was man ist. Kann die Grasplatten da nicht aufheben? Ich schon. Kein Problem. Achso, okay, ich fange von unten nochmal an, neue. Ja, wir müssen wieder ganz unten nochmal ran. Das reicht nämlich hier noch lange nicht.
Können wir eigentlich in die Seil rutschen? Bringt uns ja auch nichts. Ja, müssen wir auch ein paar Bienen killen für. Ja, vor allem können wir sie nicht einfach hochwerfen. Ja. Das natürlich ziemlich cool wäre. Oder wenn man so Enterhaken hätte. Aber wenn man die richtige Ausrüstung hat, kann man auch hochlaufen, hochfahren. Hochfahren? Ja. So, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Was? Auch wenn wir gebaut haben, werden wir bauen. Oh. Gut, dann gucke ich mal hier von ganz außen und mache den Oberaufseher. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seht uns auch in der nächsten Folge beim Bauen wieder zu. Bis dann und tschüss. Tschüss.